Heute kümmern wir uns ja um diese Eiswürfel für unser Immunsystem. Ich habe hier jetzt schon mal einen Tee, da gebe ich das Ganze jetzt rein. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Was ich aber noch erwähnen wollte, wenn man keine Lust hat, das Ganze selber zu machen, ich kann auch so einen Ingwer-Shot empfehlen. Der hier zum Beispiel, der ist von Lidl. Also ist vielleicht jetzt nichts für Kinder, weil es halt schon durch den Ingwer scharf ist. Aber ich finde es halt gerade angenehm, gerade wenn man schon ein bisschen erkältet ist, finde ich, tut es ganz gut, wenn das dann einfach alles so ein bisschen scharf im Rachen ist. Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass der wirklich gut hilft. Also wie gesagt, wenn man nicht das Ganze selber machen möchte, kann ich euch den auch empfehlen. Den gibt es auch in zwei Sorten. Und ja, aber jetzt fangen wir an mit dem Rezept. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Und zwar, wir fangen mal an mit Orangen. Schön auspressen. Dann geht es weiter mit einer Zitrone. Dann brauchen wir Wasser. Dann Honig. Dann kommt dazu Ingwer. Den habe ich einfach schon geschält. Einfach mit dem Löffel so die Schale abkratzen. Dann Kurkuma. Also wenn ein bisschen Schale dran ist, dann ist das auch nicht schlimm. Um Gottes Willen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen schwarzen Pfeffer. So, dann geben wir das Ganze hier mal in den Mixer rein. Jetzt habe ich das Ganze mal umgefüllt, in der Hoffnung, dass ich das hier einigermaßen hier reinbekomme. Meine Eiswürfel vor und dann geht es natürlich ab zum Gefrieren ins Gefrierfach. Ja, und ich würde sagen, jetzt probiere ich den ganzen Spaß mal, aber ich muss sagen, ich habe auch schon probiert, das ist jetzt bei mir nicht das erste Mal. Und es tut halt wirklich total gut. Man kann es natürlich in Tee reinmachen, wenn man den Geschmack nicht so im Fokus haben will von Kurkuma, Ingwer oder so. Oder einfach halt auch in heißes Wasser, wie man möchte. Auf jeden Fall ist es gut für unser Immunsystem. Also, wer es nachmachen möchte, macht's nach. Lasst es euch schmecken, so in Anführungszeichen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!